Das ist jetzt mal ein etwas anderer Start. Denn ich habe zwei neue Mods hinzugefügt. Einmal Autofill und einmal den hier. Autofill ist relativ einfach, aber sehr, sehr, sehr hilfreich, wenn man Kohle oder Felsbrennstoff oder auch Munition anstecken hat, kann man damit die Heizkessel, Züge und die Geschütztürme automatisch befüllen. Der Mod packt, egal wie viel Kohle, Felsbrennstoff oder Munition man hat, immer eine bestimmte Menge, ich glaube 5 oder 10, in das jeweilige Gebäude, und das macht das Kämpfen mit Munitionsgeschütztürmen so viel einfacher. Und den hier, der wurde mir in einem Stream empfohlen. Dieser Mod soll sämtliche Ölaufspaltungen auf eine Raffinerie begrenzen. Das heißt, man kann in der einen Raffinerie nur Schweröl machen, in der anderen nur Leichtöl und in der dritten dann nur Petroleum, und von Petroleum hat man 20. Mal gucken, ich kenne den Ölraffinerie-Mod auch noch nicht, aber das werde ich mir gleich mal angucken. So. Und was ich mich erinnern kann, hatte ich das letzte Mal mit Atombomben gespielt. Und da fehlt mir hellgrünes Uran. Na gut, da muss ich halt leider Gottes noch ein bisschen warten. Aber jetzt erstmal nach den Mods gucken. Das sind die Raffinerien. Das ist, glaube ich, die teuerste Forschung. Wow. Okay, es forscht auch verdammt schnell. Gut, man hat eine spezialisierte Raffinerie. Da kann man sogar die Ölraffinerien mit verwerten. Das werde ich doch gleich einmal probieren. Schwupps. So, da sind sie. Okay. Das muss wohl noch ein bisschen warten. Ich hatte auch da schon mal großzügig vorausgeplant mit dem Strom. Das ist aber auch total okay. Und der Schmodder wird sich auch noch so nach und nach da einfriemeln. Das wird schon. So, ist hier ein Zug. Ja, der fährt gerade los. Sehr schön. Okay, 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 okay. Oh, oh. Auf den, sag schon, Raffineriemod bin ich ja doch schon gespannt, denn der klingt unfassbar vielversprechend. Was ruckelt's denn jetzt hier so? Ha? Das habe ich keinem erlaubt. Diese FPS-Einbrüche sind nicht gewollt. Und ich muss jetzt ein paar normale Erzförderer holen, da ja nur diese stinknormalen vom Spiel Vanilla-Erzförderer auf ein Uranfeld gehen. Die hier ändern sich nicht. Bin gespannt, ob sich das auch irgendwann mal ändert. So. Okay. So. Na wohl, dann kann das auch weg. Gut.
weißt du was hier? Dann kann der nämlich auch schon mal anfangen zu arbeiten. zu arbeiten. das kommt da rein. Sehr schön. Ach, und den Autofill, den hatte ich jetzt aber auch noch nicht, ne? Ich glaube, den muss ich nicht forschen. Das ist ein Mod, der dann halt einfach so aktiv ist. Habe ich Kohle einstecken? Ich habe Kohle einstecken. Ich habe aber auch... Jetzt, ja. So, also der packt jetzt halt hier eine Uranmunition rein. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil ich so wenig Uranmunition habe. Oder ob es grundsätzlich bei Uranmunition nur eine ist, weil sie halt so stark ist. Aber ich muss die Geschütztürme eben nicht mehr per Hand füttern. Und das macht das Kämpfen so unfassbar angenehm. Und ich sehe gerade, ich brauche hier... Nee, brauche ich nicht. Die Logistikroboter bringen ja das Uran hierher. Und der arbeitet jetzt auch... Der arbeitet gar nicht. Also, er nimmt nicht. Aber jetzt. Ja, es wird. Ich muss mich da halt nur leider, leider, leider etwas gedulden. Und ich muss mir hier halt was einfallen lassen. Wahrscheinlich brauche ich dann hier einen Uranbahnhof. Und naja, ein paar mehr von diesen Zentrifugen. Aber ich brauche vor allem auch jetzt dann Kupfer. Und ich habe hier ein bisschen Kupfer und hier. Und ich habe anscheinend kein Auto, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Deswegen werde ich eben eins bauen. Oder hatte ich jetzt eins gebaut? Ich habe den Überblick verloren. Aber in den Turm sind jetzt zwei drin. So, jetzt muss ich mal eben hier dieses Auto suchen. Moment. Trains? Nee. Hier. Aber es blinkt nirgends. Gut, dann muss ich mir jetzt halt eins bauen. Noch ein bisschen Stahl. Wo denn? Okay. Eisen. Das kommt wieder zu. Ach ja. So. Ein Auto. Ach, das ist auch fertig. Gut, gucke ich mir gleich an. Ja, ich zoome ja schon ran, damit es nicht so FPS-Einbrüche gibt. Aber trotzdem brauche ich mehr Motoren. Denn ich möchte ganz gerne ein paar mehr Züge hier rumschicken. Ich habe Eisen. Ein paar Zahnräder habe ich noch. Stahl. Jo, das sollte reichen. Für diversen Krams. Was ist denn hier los? Mit wie viel Eisenerz kommt der denn hier an?
Es soll vielleicht nicht unbedingt auf der Schiene stehen. Ja, komm her, Zug. Lass mal gucken. 16.000. Ist alles da oben, was angegriffen wird. Na gut. Wo sind die Lasertürme? Hier. Ja, also ich muss ja auch noch. Oh, ja. Ich erinnere mich, mir wurden ja einige MK3-Förderer kaputt gebissen. Ich habe gerade mal, unter Anführungszeichen gerade mal, 1000 Schienen einstecken. Und noch genügend Signale und noch genügend Masten. So, da habe ich jetzt mal die Hälfte rausgemopst. Ich habe die Teile einstecken. Ich habe die Teile einstecken. Ich habe ein paar Bänder dabei. Dann nehme ich mir aber noch mal welche mit. Habe ich vielleicht noch ein paar die hier zwei Stück. Dann mache ich noch mal fünf. Nom, nom, nom. Irgendwas wollte ich hier drüben. Bänder. Untergrundbänder habe ich. Brauche nur normale Fließbänder. Okay, weil dann könnte ich. Uiuiui. Naja, man merkt schon, dass die Base etwas größer wird. Dann könnte ich mir nämlich hier eine T-Kreuzung irgendwo hinsetzen und dann mit dem Zug runterzufahren. Wow. Und eine Kohle, ja. Ein Kupferfeld anschließen. Das wäre ja nicht verkehrt. Und das beste Kupfer, was in der Nähe ist, wäre eigentlich das hier. Ich habe aber nur noch 8 Schuss von der Atombombe. Lass mal gucken. 35. So, und das läuft jetzt nicht, weil noch fehlt. Zentrifugen, wo waren die denn? Hier. Beton. Dann baue ich hier oben noch mal zwei Stück dran. Und den restlichen Beton verlege ich hier. Naja. Ging schon mal schöner. Aber dann können die hier vielleicht ein bisschen mit dem Uran, mit dem Hellgrün helfen. Und ich kann hier ja schon mal dran schließen. So. Ich habe sogar noch Geschwindigkeitsmodule. Hm.
Was fehlt? Nee, das war das Falsche. Das ist die Atombombe. So. Das kann zumindest ein bisschen helfen. Gut. Los geht's. Das Kupferfeld sitzt ungefähr hier, wo der dichteste Wald ist. Das ist sehr schön. Also ungefähr hier, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Jo, ungefähr hier die Schiene runter. Oh, die T-Kreuzung suchen. Wo ist sie? Hier. So. Und die normale Schiene. So. Das ist zu weit hier. Okay. So. Muss ich jetzt nur noch die Schiene hier bis nach unten durchziehen? Ich muss halt bis dahin kommen. Das dauert halt. Weil es doch schon ein ganz schönes Stück ist. Und hier halt auch ziemlich viel Wald. Da könnte ich vielleicht mal diese andere Rüstung forschen. Wo war die? Achso, die habe ich schon, ja. Das ist echt bitter. Oh, komm her. Oh. Da muss ich halt noch ein paar Raketen losschicken. Ja, 5000 weiße Fläschchen, das dauert halt aber auch eine Zeit lang, bis ich die mal beisammen habe. Ihr FPS, ihr dürft gerne hier bleiben. Load auch noch. So, wie weit jetzt noch? Das war's. Jetzt kann ich hier in den Bahnhof übergehen. Wenn halt die Bäume weg sind. Wo denn? Wow. Gut, dann gehe ich da gleich als nächstes mal hin. So. Ach ja, so. Hab das jetzt, ja? Außenkupfer 1. Jo. Na, ist aber doch schon ziemlich ergiebig.
Achso, ja, ich brauche hier die Supermasten. Ja. Und dann noch das. Dann die nächste Reihe hierher. Ja, okay. Das ist doof. Die Reihe hierher. Die hängen jetzt nicht am Strom. Halt so. Dann Lücke. Ach, okay, gut. Und hier den nächsten. Und hier die Verbindung. Dann brauche ich den Blueprint. Oh, das geht so schön schnell. Ihr habt Kohle drin. Das ist gerade nicht richtig. Jetzt weiß ich nicht, was für ein Dings das war. Egal. Nehme ich halt den hier. So. Zack. Und Kupfer und Kupfer. Ist keine Verbindung da? Jetzt aber. So. Obwohl, das kann auch anders laufen. So. Gut.